So, am besten das dann direkt wieder drauf packen. Okay. Bam. So. Dann werden wir jetzt auch schon mal anfangen, die Häschen umzubringen. Ja. Wir schlachten die Häschen. Ist es nicht traurig? Kann ich nicht den Samen nicht einfach das Feuer anmachen? Ist ja schlimm. Hier, gib mir mal bitte meine Kohle. Dann kann ich wenigstens schon mal hier ein bisschen was machen. Obwohl, ich überlege gerade, wir haben jetzt auch ein bisschen Gras. Genau, ich würde das Ganze mal hier stacken. Lasst uns mal ein Seil bauen. Lasst uns mal noch ein zweites und ein drittes bauen. Lasst uns hier mal, muss ich gerade gucken, wie das war. So, genau, zwei davon mitnehmen. Und im besten Fall kann ich jetzt... Ja, kann ich. Weil das will ich hier nämlich am liebsten hinbauen. Okay, was ist das, werdet ihr euch jetzt fragen. Grob erklärt, es ist so gesehen da, um das Fleisch zu trocknen. Sagen wir mal trocknen dazu. Wir können ja schon mal eins hier anhängen. Zwei werden wir auf jeden Fall kochen, damit sie uns mehr Hunger sättigen, glaube ich war's. Nee, tun sie nicht. Das ist schade. Ich habe vielleicht meine Kiste ein bisschen zu weit weggeräumt. Und deswegen hatte ich nämlich diese ganze Kohle eingesammelt, damit ich nämlich hiervon sehr viel bauen kann. So, ich überlege gerade, ich wollte noch was bauen. Und zwar das hier am besten, aber dafür brauche ich mehr Stein. Sehr viel mehr Stein. Das ist nämlich etwas sehr Nützliches. So, okay, jetzt müssen wir nur erstmal gucken, dass wir den ersten Tag rumkriegen. Wir können was Neues bauen? Was denn? Wir können den Rasierer schon bauen. Ich glaube, am nächsten Tage wird uns jetzt auch endlich unser Bart wachsen. Bin mir aber unsicher. Jetzt bauen wir uns auf jeden Fall erstmal unseren Rucksack. Ich glaube, es gibt nichts Nützlicheres erstmal als Rucksack. Kann man so sagen, ja. Wir bauen auch schon mal... Wir verarbeiten schon mal unseren Stein, den wir haben. Damit wir nämlich den Prototypen haben. Wir bauen ja an dieser Wissenschaftsmaschine immer nur Prototypen. Und sobald wir den Prototyp gebaut haben, können wir den nämlich auch unterwegs bauen. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. So, jetzt könnten wir zum Beispiel auch Seil bauen, ohne in der Nähe zu sein von der guten Wissenschaftsmaschine. So, die gibt uns so 4,7 Hunger. Jetzt gibt uns immer noch 4,7 Hunger, aber auch ein Herz, okay. Gut zu wissen. Hab ich noch genug? Ja, ich habe noch genug. Dann werde ich jetzt eine Spitzhacke bauen, die unser Leben verändern wird. Da war nochmal Stein. Wie viel Stein brauche ich für das, was ich vorhab? Halt, das ist Licht. Hier. Ich brauche 3 geschliffene. Einen geschliffenen habe ich. Okay, ich brauche also noch 6 davon. Gut, wenn ich so auf dem Weg bleibe, ist alles gut. Ich nehme auf jeden Fall mal noch die Schaufel mit. Ja, war jetzt sehr klug. Okay. Nimm mal bitte alles mit. 6 Steine brauche ich und ich habe 3. Okay. Kramen wir mal aus. Zack. Können hier nochmal weiter ausgraben, weil Gras ist wirklich sehr, sehr hilfreich, kann ich nur sagen. Oh ja. So, das war's mit dem guten Stück. Haben wir hier irgendwo noch vielleicht Stein, bitte? Sag bitte nicht nein. Ich will jetzt nicht so weit laufen. Hier haben wir nochmal Feuerstein. Nehmen wir mal mit. Die Karotte nehmen wir auch mit, weil es uns, was Nahrung angeht, doch
noch ein bisschen schlecht geht anfangs. Könnt ihr nicht einfach mal hier irgendwo ganz kurz mal einen Stein rein platzieren? Wäre echt nicht verkehrt. Hey. Nochmal mit am besten. Ja. Ah, jetzt habe ich abgebrochen. So, zack. Zack. Und zack. Haben wir. Noch ein paar Beeren. Zweige. Ah, hier ist auch nochmal. Ah, das hat ja immer ganz kurz leckt beim Speichern. Das tut mir wirklich leid. Aber ich habe noch keinen gesehen, wo bei dem das nicht so ist. Also ist alles legitim. Tag 5. Und wie man sieht, kann ich ja auch jetzt mal zeigen, uns wächst schon allmählich ein Bart. Haha. Dieser behaarte Typ. Da war noch mal Stein und da. Ob wir das schaffen, weiß ich jetzt gerade bloß nicht. Schlimmer ist, es führt auch kein direkter Weg dahin. Heißt, wir müssten da echt den ganzen Weg rumlatschen. Ach, Gottchen. Machen wir nicht mehr heute. Wir kümmern uns heute erstmal echt ein bisschen mehr um die Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, um die Grundstoffe natürlich. So. Unter anderem noch ein paar Äste. Und Büsche. Ich kann noch mal eine Schaufel bauen. So, weil dann können wir nämlich hier noch die paar Äste mitnehmen, weil bei den Ästen hatten wir ja nicht so viele. Ist mir gerade mal so eingefallen. Und hier war ich ja schon mal fleißig unterwegs als Baumfäller. Das ist natürlich auch gut, weil dann kann ich mir nämlich hier raus Holz holen, indem ich diese ganzen Stümpfe abbaue. Mach das ruhig mal. Ja, die pflückst du bitte. Ich sag mal so, ich könnte die Büsche auch mitnehmen, aber dafür fehlt mir noch was anderes, was ich brauche. Damit die dann auch wieder wachsen. Weil von nix kommt ja nix, ne? Darum waren noch mal Äste. Also ich werde vielleicht manchmal sagen, dass ich das ganz, ganz dringend brauche und dann renne ich doch wo ganz, ganz anders hin. Nimmt mir das bitte nicht übel. Das hat was mit anderen Dingen zu tun. Wie zum Beispiel meine Hungeranzeige, die sich hier gerade ganz schön dem Ende nähert. Ja, nähert. Komm. Bau mal ganz schnell davon ein paar nette Sachen. Oh, der Hunger ist gestillt. Das ist schön. Können schon mal ein bisschen Feuer auflegen. War jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber hey, das ist mein Let's Play, ja? Also lasst mich mal machen. Das ist mein Let's Play, also lasst mich mal machen. Hier werden wir dann gleich weiterbauen. Erstmal holen wir uns hier unsere Karnickels. Das Karnickel, der Karnickel, das Karnickel, ja, das Karnickel. Muss ich gerade echt überlegen, ob Karnickel. Ah, Mann, dieses automatisch Aufheben immer. Ich werde auch mal hier eben, habe ich noch meine Schaufel, ja. Sehr schön. Dann nimm das bitte mal mit. Die schlachtest du. Das Geräusch immer, wenn die sterben. Oh, das ist böse. Hier haben wir nochmal einen Ast. Ast rein. Axt, ganz schnell. Wo haben wir erstmal die? Genau. Machen wir die erstmal fertig. Brauchen unbedingt Holz. Ganz, ganz schnell. Am besten auch ganz, ganz viel. Bevor die Nacht einbricht. So. Ah, ja. Gras kannst du auch gerne mitnehmen. Aber nicht in erster Linie, bitte. Es wird nämlich ganz schnell dunkel. Ich will mir nämlich noch am liebsten ein paar Kisten bauen.
Kisten sind ganz, ganz gut. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier noch ein bisschen buddeln, aber ich glaube erstmal jetzt hier in erster Linie das Ganze. Na gut, wir buddeln noch schnell die ganzen Stümpfe aus. Gibt ja auch nochmal Feuerholz, so gesehen. Ja, indirekt ist es ja nur noch Feuerholz. So. Komm, schnell, 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 schnell. Nimm das und ab zum Lager. Es wird nämlich dunkel, mein Freund. Oh, Glück gehabt. Hol mal bitte die Holzkohle. Aber benutz nicht zu viel, genau. Ja, die brauchen wir noch, wie wir jetzt gelernt haben. Wir machen mal hier wieder ein bisschen Platz, indem wir unsere Steine umbauen. Und packen die da mal gleich mit rein. Hatten wir nicht noch irgendwie Blumen eingesammelt? Ja. So. Das haben wir, das haben wir. Berries, die können wir mal braten. Genau, braten wir mal. Soll gar nicht so verkehrt sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Grasvorrat. Was nicht schlecht ist. Das war jetzt der Sapling, genau. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ich will das nämlich ein bisschen ordentlich auch haben. Sollte ich vielleicht die Karte, die Ansicht drehen, genau. Da. Na komm. Wie nah kann ich? Und da. Und da. So nah am besten wieder dran wie möglich. Jetzt habe ich es losgelassen. Doof. Ach komm, er konnte doch eigentlich, oder nicht? Nee, konnte er nicht. Schade. Hier. Das ist jetzt, glaube ich, gerade eine ganz gute Ansicht. Ach ja, und hier noch den einsamen Pflanzen. So, wieder ein bisschen rauszoomen. Wo das... Ja, genau. Jetzt kann ich nämlich hier... Oh Gott, jetzt kann ich hier weitermachen. Hatte ich davon nicht mehr gesammelt? Ich war der Meinung, ja. Aber okay. Wenn mir das Menü sagt, ich hätte nicht so viel gesammelt, dann habe ich scheinbar nicht viel gesammelt. Die Ansicht ist gerade doch ein bisschen doof. Ist mir mal so aufgefallen, so ist es dann doch wesentlich angenehmer. Und das sieht hier total lustig aus. Wenn das wirklich irgendwie mal wachsen sollte, haben wir da echt was Cooles geschaffen. Nee, eigentlich ist es doof. So verjage ich mir nur meine Nahrung. So, ich hatte ja jetzt wieder Holz geholt. Dementsprechend kann ich jetzt wieder hier 3 Bretter nehmen. Survival, war das Survival? Nee, Strukturen, genau. Strukturen, was gibt's denn hier noch? Ein Schild und sowas. Oh, die packen wir am besten mal hier so hin. Da will ich nämlich dann immer die Hasen reinpacken. Genau. Wir sollten vielleicht das gekochte Zeug essen. Weil Hasen werden ja nicht schlecht. Gekochtes Fleisch leider schon. Deswegen ist das ganz praktisch, dafür eine Truhe zu haben, wo man die dann einfach reinpackt. Ja, grob erklärt. Ich überlege auch hier gerade noch weiter. Da ist uns wieder einer auf den Leim gegangen. Ich habe jetzt extra mal geklickt, weil ich die ganze Zeit noch die Schaufel in der Hand habe. So, zack. Wie sieht's damit aus? Ah, ist schon fertig. Das ist natürlich gut. Essen wir auch gleich mal. Dann können wir eigentlich auch gleich mal hier einen Hasen wieder mal ermorden und dranhängen.